Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns in einer neuen Aufnahmesession und wir haben hier eine Liste, die wir abarbeiten wollen. Und deswegen werden wir einige Dinge besuchen. Wir fangen an mit Van Löwe. Wir gehen mal nach Van Löwe, wir müssen da nämlich etwas fotografieren und auch Van Löwe besuchen. Und wir müssen, glaube ich, sogar... Wir können jetzt richtig viel auf einmal machen, wenn wir zu Van Löwe gehen. Levisburg, da. Station Levisburg. Wenn wir nämlich zu Station Levisburg fahren, fliegen... Sorry, wir fahren ja nicht. Dann haben wir direkt einiges gerissen. So, wo sind die ganzen Stationen? Da, Levisburg. Wir müssen einige Stationen absuchen, die werden wir natürlich alle nicht jetzt nach der Reihe machen, weil das wäre Schwachsinn, einfach nur dumm von einer Station zur anderen zu reisen. Wäre natürlich dann schneller und effizienter, aber ich will es ja gar nicht effizient haben. Ich möchte einfach nur, dass wir ganz gechillt die Orte besuchen, die wir besuchen müssen und dabei einfach mal ein bisschen Ressourcen sammeln, vielleicht sogar noch Dinge finden, die wir übersehen haben, weil ich bin so mid-game, also so ab... Weiß nicht, Stufe, ab Folge 100 bin ich ja ziemlich durchgerannt. Ist mir selbst aufgefallen. Und ja. Muss ja nicht sein. Da! Eisenbahnkunde. Da haben wir doch Levisburg. So. Und so machen wir das halt immer so Stück für Stück. Ich hasse mein Leben, ey. Die sollen mich mal in Ruhe lassen. Naja, wir haben auf jeden Fall Munition. Fernier hat mich vorhin besucht und der hatte an seiner Werkbank. Oh, guck mal. Da kämpft sogar jemand. Der hatte an seiner Werkbank halt einen legendären und deswegen habe ich eine Waffe bekommen. Und zwar diese Brandaxt, die scheiße ist. Ja, gut. Muss man nicht viel zu sagen. So. Wir wollen zu Van Löwe. Wir sind ja jetzt schon richtig, ne? Wen haben wir hier? Zolat und Ragestone. Hauptsache die Brandbestien lassen mich in Ruhe. Oh, jetzt sind die hier in der Stadt. Das gefällt mir gar nicht. Wir schleichen uns hier einfach durch die Gegend. Oh, Befreier. Von dem brauche ich noch ein Foto. Der scheint so ein bisschen verbuggt zu sein, oder? Das nutze ich doch aus. Hallo? Ihr seht ihr, wie viel Schaden der bekommt, aber er regeneriert sich sofort wieder. WTF. Ich helfe einfach aus der Entfernung, damit die wenigstens mal weg sind. Oh, bleib von mir weg. Gott, Leute, haut doch ab. Okay. Wollen wir unseren Fotoapparat? Jetzt haben wir schon mal ein Foto vom Befreier. Den werde ich aber gleich raussuchen. Das ist mir ein bisschen zu hektisch. Wie? Ich habe jetzt zwei Sachen auf einmal gemacht, hä? Okay, das muss ich auf jeden Fall nach der Aufnahme mal überprüfen, was ich da alles noch habe. Seht ihr das? Der kriegt richtig viel Schaden, aber der kriegt sein Leben direkt wieder zurück. Und ich verstehe nicht, warum. Jetzt habe ich gesehen, glaube ich. Die Erfahrung lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Wie die Befreier ihm hinterherlaufen und abschießen. Köstlich. Ich glaube, er hat mich gesehen. Nur so dumm, dass er jetzt tot ist. So. Weg mit euch. Gib mir den Loot. Wer bist du denn? Was geht denn hier ab? Wieso sind sie jetzt alle hier? So, das nehme ich mit. Ja, komm, nehmen wir mal alles mit. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas mit Brandbestien machen müssen. Ich glaube nicht. Das Einzige, was fehlte auf der Liste, sind Brandbestien, seltsamerweise. Okay. So, Foto. Befreier. Check. Sehr schön. Oh, es ist Ruhe. Okay, gehen wir zu Van Löwe.
Es kann sein. Wir müssen halt, glaube ich, auch in Station Levisburg Creeps killen, also Monster killen. Glaube ich. Keine Ahnung. Ganz seltsam. Ah, Ferdi ist wieder da. Ich mache erstmal die Folge zu Ende, weil die muss heute noch raus. Dann gehe ich wieder zurück zu ihm. So, aber erstmal müssen wir unser Ding hier durchziehen. Ich habe ihn halt gefragt, ob er halt zu Raid will und da gibt es irgendwie anscheinend jetzt Bugs. Deswegen werden wir es jetzt mal nicht machen. Ansonsten hatte ich ja sowieso noch zwei andere, die Lust drauf hatten. Also wir können das alle gemeinsam machen, das ist gar kein Problem. Nur dafür muss man halt Zeit finden. Jetzt nächstes Wochenende bin ich Samstag weg, aber ich hätte tatsächlich oh, ein Nuller. Sonntag Zeit. Also falls jemand Lust hat, Ferdi und die anderen, Big Bronx war das und noch jemand, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Wenn ihr Bock habt, den Raid zu machen, falls der Bug irgendwie beseitigt ist, können wir das gerne machen. Ansonsten würde ich sagen, nutzt ihr Discord. Also Fernier nutzt definitiv Discord, das weiß ich. Aber die anderen, Big Bronx und der andere, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich bin immer sehr schlecht in Namen merken. Deswegen merke ich sie mir normalerweise nicht. Bei der Arbeit hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und ich glaube, ich kenne immer noch nicht alle Namen. aus meiner Schicht kenne ich sie alle. Kein Problem, glaube ich. Ja, doch. Kenne ich. Ich habe zwar manchmal noch Schwierigkeiten, mich sofort dran zu erinnern. Zum Beispiel André. Da denke ich immer, wie heißt der jetzt, Andreas? Nee, das war der große Dicke. Wer war nochmal der Typ mit dem Bart? Ach, André, stimmt. Einmal habe ich Andi gesagt, keiner hat's gemerkt. Da habe ich im Endeffekt so gemacht. Keiner hat's gesehen. Ja gut, jetzt wissen sie es, weil da ist ja jetzt nicht wirklich unter uns hier, das ist jetzt öffentlich. Aber egal, dafür kriege ich erst nächste Woche Ärger. So, Pure, ein Treffer. Weißt du, das ist Stufe 0. Das macht keinen Spaß. Bis zum. Heilige Scheiße. Stufe 0, 5 Minuten. Levisburg Newsletter. Hallo allerseits, ein weiterer wunderbarer Tag in Levisburg. Das Community-Team hat den Newsletter für diesen Monat zusammengestellt, um euch über die neuesten Ereignisse in Levisburg zu informieren. Himmelsgärten, wir freuen uns riesig über den großen Erfolg unserer Dachgärten-Initiative. Sie beschert uns Blumen, Obst und Gemüse, saubere Luft und Kameradschaft. Wenn ihr bei den Himmelsgärten mitmachen wollt, dann meldet euch bei Mrs. Helene. Giftige Asche. Wenngleich wir alles dafür tun, Levisburg sauber und rein zu halten, spielt das Wetter leider nicht immer mit. Bitte achtet darauf, jederzeit eure Gasmasken zu tragen. Im Besucherzentrum könnt ihr Ersatzfilter erhalten. Kunstausstellung. Diesen Monat stellt Lacey Malina ihre Werke in der Serenity Road Art Gallery aus. Bitte schaut vorbei und werft einen Blick auf ihre wunderschönen Ölgemälde. Frühlingsfest. Bald ist es Zeit für das diesjährige Frühlingsfest. In diesem Frühling möchten wir unsere wunderschönen Himmelsgärten in den Mittelpunkt rücken. Schaut diesen Samstag in der Innenstadt vorbei, denn dort gibt es etwas zu essen, Blumen, Handwerkswaren und Live-Musik. Aber das Frühlingsfestzeug ist ja immer noch da, ne? Das heißt, Levisburg wurde nach den Bomben erst ausgerottet? Oder sind die da neu eingesiedelt? Es macht ja sonst keinen Sinn, dass das Festzeug noch dran ist. Elektronische Post, Netzwerk nicht gefunden. Geil, Safe-Steuerung, Schloss deaktivieren. Nice. Direkt mal ein bisschen Nerven gespart. Und wir haben hier noch einen Zettel. Diese Notiz war unter einem Clipboard. Hey, Lori. Es hat eine Weile gedauert, aber der Spätrupp hat in einem verlassenen Lager endlich ein paar Gasmaskenquilter gefunden. Ich deponiere sie in der Truhe auf dem Speicher. TS. Auf dem Speicher? Also quasi hier.
Das ist keine Gasmaskenfilter. Das ist eine Kryogranate. Ich bin mir nicht mal ganz so sicher, ob wir hier richtig sind. Na gut, das ist jetzt kein Speicher mehr, aber was zum Teufel ist das? Hä? Auf normalen Wege kommt man hier nicht hoch, oder? Nee, offensichtlich nicht. Was ist das? Sieht aus wie so eine Raketenabfeuerdingens, oder? Aber das hier ist doch Strom. Ich würde hier gerne meine Basis errichten, nur um hier einmal Strom dran zu führen. Aber ich glaube, das geht gar nicht, ne? Ups. Nee. Hm. Mysteriös. Naja. Haben wir Levisburg eigentlich schon mal erkundet? Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber hier muss es irgendwo noch einen Tresor geben. Das weiß ich. Baseballschläge brauchen wir nicht. Ich glaube, Levisburg haben wir nie wirklich erkundet. Vielleicht sollten wir es mal nachholen. Aha! Wow. Oh, ich brauche die Spitzhacke. So. Sammeln. Wir haben hier eine Menge Dinge, die wir sammeln müssen. Und dazu zählt auch halt die Spitzhacke. Ja, easy. Weiß nicht, ob... Nee, Feuerzeug gehört nicht dazu. Wir müssen halt ganz genau darauf achten, was jetzt hier rumliegt. Und was auf der Liste ist, Kühlflüssigkeit, Plastikschale, nö. Ich achte voll drauf. Ich nehme einfach alles mit. Wir werden schon alles irgendwie zusammenkriegen. Je kleiner die Liste wird, umso überschaubarer wird sie und umso leichter wird das Ganze dann. Dass wir halt besser wissen, was wir brauchen. Weil so, ich wurde irritiert von der Kaffeetasse. So ist es momentan ein bisschen schwer. Wir müssen noch ein Bild vom Sonnenuntergang machen. Wir haben Sonnenaufgang, haben wir seltsamerweise schon gemacht. Sonnenuntergang fehlt uns noch. Ich weiß nicht, ist es Sonnenuntergang? Das ist einfach nur dunkel. Ist ganz seltsam. Dann laufen wir hier ein bisschen Levisburg durch die Gegend. Haben wir offensichtlich noch nicht erkundet. Wenn wir hier Einträge finden und alles. Also ich weiß, dass wir auf den Dächern waren, aber wir waren nicht in den Häusern, falls es überhaupt andere Häuser gibt als den, wo wir gerade waren. Gratis-Munition. Also ganz ehrlich, wenn hier irgendwo Gratis-Munition rumliegt, dann haben die Leute aber nicht gut geplündert. Weil das müsste eigentlich das Erste sein, was alles hier weggeht. Und das liegt hier einfach frei durch die Gegend. Zugänglich für jeden. Von hier kamen wir, oder? Keine Ahnung. Sieht alles so gleich aus. Ich glaube, von hier kamen wir gerade. Von hier kamen wir gerade. Es ist ein bisschen irritierend hier. Aha! Was haben wir hier? Schachtel Zigaretten brauche ich nicht. Das Clipboard nehme ich gerne mit. Ach, das ist die Gemäldeausstellung. Ich glaube, davon müssten wir kein Foto machen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, im Endeffekt versuche ich mir alles zu merken, was uns noch fehlt. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen Bergarbeiteruniform und so. Das werden wir höchstwahrscheinlich auch irgendwann zusammenkriegen, wenn wir hier in diesem Gebiet weiter rumlaufen. Aber deswegen achte ich ja drauf, damit wir es kriegen. Oh, guck. Guck mal, der ist tot, wollte ich sagen. Jetzt zumindest. Oh, Junge, ist das hier. Ein Irrgarten. Hier ist sonst nichts weiter. So, wo... Ah, hier ist die von Löwe. Taxidermie von Löwe. Müssen wir hier rein? Wir haben auf jeden Fall Besuche von Löwe. Achso. Und wir müssen da eine Katze fotografieren. Eine Katze wird gesucht, Freunde. Von Löwe. Wo hast du hier deine Katze? Der Bär steht hier auf jeden Fall sehr gut. Zeigt mir einfach nur seinen Arsch. Katze, Katze, Katze. Ist es keine Katze? Oh, hier läuft noch jemand anderes durch die Gegend. Habe ich mich erschrocken. Ich habe eine Tür gehört. Die Katze? Habe ich voll die Kamera haben.
Nein, ich. Ach, Scheiße. Ich wollte zoomen. Ich glaube nicht die Katze. Ich glaube, es muss eine ausgestopfte Katze sein. Wir suchen eine ausgestopfte Katze. Wir müssen ganz genau aufpassen, wo die ist. Halt, Moment, ich kann auch einfach so. Falsche Testisierung. Ich hasse diese Steuerung. So, jetzt kann ich das hin und her. Hä? Er hat doch extra meine Kamera ausgewählt. Und danach den Handschuh. Wenn ich jetzt nach links drücke, müsste die Kamera wieder drauf sein. Okay, man kann die Kamera so nicht ausrüsten. Verarschen kann ich mich alleine. So, Kakerlake, wo hast du die Katze versteckt? Oh, ich bin krank. Sehr schön. Oh, ich bin krank, das ist gut. Ja, ich muss mein Heilmittel nehmen. Ich muss 3 Krankheiten heilen. Jetzt habe ich allerdings kein Heilmittel mehr. So, wir müssen auf so viele Sachen gleichzeitig aufpassen, dass wir irgendwie die Sachen zusammenkriegen, die wir sammeln müssen. Und gleichzeitig die Katze finden. Hä? Junge, hau ab. Und ich weiß, dass hier irgendwo eine Red-Ratte rumläuft und die brauchen wir auch. Und wenn wir ein Labor finden, brauchen wir da auch noch ein paar Sachen. Also wir brauchen so viel. Und wir müssen hier nach Nuka-Cola Ausschau halten. Wir müssen nämlich verschiedene Sorten Nuka-Cola finden. Die ganzen Teddys, die wir schon mal gesehen haben, die müssen wir auch noch mal finden und einsammeln. Also es wird ein Theater. Da ist schon mal ein Teddy. Du bist ein Teddybär, du zählst nicht. Aber ich nehme dich trotzdem mit, nur so zur Not. Ha! Doch! Tatsächlich. Der Teddybär, der zählt. Hier sind die ganzen Teddy. Teddybär doch, tatsächlich. Krass. So, oh, die Katzen da. Wir haben die Katzen gefunden. Sehr schön, direkt beim Teddy. Trophäe Katzenkopf. Zack. Sehr schön. Van Löwe Katze ist abgeschlossen. Das Ziel für diese Folge ist erreicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch... Ich glaube, als nächstes gehen wir zur Top of the World. Das ist, glaube ich, das einfachste von allen. Was haben wir hier? Das Leben mit Calvin. Mein kleiner Bruder Calvin und ich wuchsen an diesem seltsamen alten Ort auf. Unsere Eltern führten den Laden unten und als sie starben, übernahm ich das Geschäft. Calvin war schon immer anders und intelligent. Nach der Uni ging er weg, um irgendwo für eine große Firma zu arbeiten. Danach hörte ich kaum mehr was von ihm. Calvin hat Probleme, Zwänge. Ein Forschungsprojekt? Hab ich nicht geglaubt. Ich wäre nicht überrascht, wenn es nichts mit seinem Job zu tun hätte, falls es den überhaupt gab. Das letzte Mal sah ich Calvin kurz bevor ich übers Wochenende weg war. Nicht mal ein Abschied. Als ich zurückkam, war er fort. Das Einzige, was Calvin je interessiert hat, war dieser verdammte Sheep Squatch. Das muss der Grund für sein Verschwinden sein. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, das haben wir noch nicht gehört. Kommen wir nicht bekannt vor, auf jeden Fall. So, gucken wir nochmal in die anderen. Wir brauchen diese Teddys. Gib mir Teddys. Und wir müssen zu Hause jetzt, da ich diesen kleinen Roboter wiedergefunden habe, auf jeden Fall eine Vitrine aufbauen, damit ich den da hier reinstellen kann. So dumm. Oh, das Waschbecken ist auch ultra gut platziert. Das ist ein Behälter. Lol, ist ja nicht mal was drin. Na ja, gut, lass uns runtergehen. Ich glaube, im Keller brauchen wir nicht gehen. Ich glaube, da waren keine Teddys. Ah, da war die Red-Ratte. Gehen wir zur Red-Ratte. Da müssen wir noch hin. Wenn wir schon mal hier sind und eine gratis mitnehmen können, dann tun wir dies natürlich. Wo war die hier? Oder war die ganz unten? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ja. Nee, keine Ratte. Glühbirne.
Kanister. Der Alienkopf. Naja. Ratte, ich komme. Lauf dich weg. Okay, keine Ratte mehr hier. Ach, scheiße. Der Typ, der hier vor uns hier war, hat wahrscheinlich die Ratte getötet, oder? Nee, dann wäre hier doch irgendwo eine Ratte. Eine Tote. Ach, Ratte kriegen wir schon zusammen, also ich mache mir da keine Sorgen. So, Braminleder. Braminleder. Ganz, ganz wichtig. Leder mitnehmen. Ich will nämlich den Rucksack langsam bauen. So, ich würde sagen, wir sind ja jetzt am Ende angekommen. Den oberen Bereich von Levisburg haben wir ja schon mal vorgenommen, deswegen werden wir da jetzt nicht nochmal hingehen. Und ich glaube, im unteren Bereich gab es wirklich nur dieses eine Gebäude. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall. Fotos von Fossilen. Ich habe keine Ahnung, wo wir Fossilen herbekommen. Was mich aber aufregt ist, wir müssen, steht denn das? Da, wir müssen einige Viecher mit einem Injektor töten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe diesen Injektor ja schon weggeworfen, weil ich dachte, ey, damit bin ich jetzt durch. Nee, Boosterkuchen. Nee, was haben wir hier? Ach, das ist die Station. Ach, alles klar. Hier wird sich wahrscheinlich nichts zusammenfinden, was ich brauche, ne? Oh, Teddy! Genosse Moppel! Nice! Ja, gut. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist momentan der China-Panda. Und der importierte. Ne, das ist da, doch, der China-Panda ist ja der importierte, ne? Keine Ahnung, wo ich den finde. Aber sagt's mir nicht, ich will den von alleine finden. Ansonsten, ja, ich habe noch nie, glaube ich, einen China-Panda gesehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich bisher noch nie gesehen habe. Ach, gucke mal. So, Spitzhacke kann jetzt weg. Gampflitte und das Präzisionsgewehr. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal ganz kurz nach Hause, gucken, was wir für das Objekt brauchen, was ich bauen möchte. Weil ich möchte ungern den Roboter aus Versehen in Schrott verwandeln. Das wäre ein bisschen blöd. Was macht ihr denn hier? Lass mal meine Sachen in Ruhe. Von euch habe ich doch schon ein Foto. So, in der nächsten Folge werden wir übrigens als allererstes zu einer Werkstatt gehen und da ein Stahlvorkommen plündern. Einfach weil dann die richtige Session beginnt, weil ich muss jetzt leider hochladen. Und dann wäre das ein bisschen blöd, wenn man halt einfach mal das Spiel verlässt. Ausgetrocknet? Huch. Wie ist das denn zustande gekommen? So, ich möchte gerne eine Vitrine bauen. Regale zählt ja nicht, ne? Oder packt man in Regale was rein? Sind die nur dekorativ? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ah, es sind dekorative Objekte, alles klar. Anzeigen hier. So, wir packen mal das hier hin. Dann hier eine Vitrine. Wir gucken halt, wo wir die Sachen am besten mal hinpacken. Und weil ich gerne sammle, kommt der auf jeden Fall auch nochmal hin. Ja, Zeitungen kann ich auch gerne hier platzieren. Wir bauen einfach von allem mal was und dann gucken wir uns mal das Ganze an. Transfer. Ständer für schwere Waffen. Ja, guck mal. Ah,
Wunderbar. So, Fernir. Guck's dir an. Genau das wolltest du doch haben. Für deinen Kollegen. Also jetzt hast du momentan die Chance. Und ich sehe Gegner irgendwo. Wehe, ihr macht irgendwas von mir kaputt, ey. Mach euch so Krankenhaus. Na gut. Gefahr. Aber wo? Keine Ahnung. So. Transfer Schaukasten. Und zwar Schrott. Wir könnten die Teddybären da rein tun, oder? Wie sieht das dann aus? Tatsächlich, man kann seine Teddybär-Sammlung reinmachen. Was haben wir noch? Wir haben hier... Hier passen nur Zeitschriften rein, ne? Ach, guck mal hier. Tatsächlich. Keine Ahnung, ich glaube, ich verwende eher das als das. Wackelpuppen habe ich keine, ne? Na ja, gut. Ja, du musst leider das Ding in den Schaukasten. Ist zwar jetzt nicht so sichtbar, wie ich es mir gerne erhofft hätte, aber die Puppe. Guckt euch die Puppe an, die ist cool. Und die liegt da nur. Die stand da so schön in der Ecke. Moderne Gemälde, Bauplan. Stimmt, da habe ich was bekommen. So, wo ist der? Boah, Schatzkarte. Notiz an Lori. Ach. Ja, ich muss unter Schrott gucken. Backen erstmal den Clown rein. Einfach nur so just for fun. Aber was ich eigentlich reinpacken möchte, ist ja den Roboter. Wo ist denn der? Hä? Da. Ah. Jawohl. Das ist doch... Moment. Das ist ein Protektron? Mit drei Beinen. Das sehe ich jetzt erst. Lol. Naja. Das ist endlich mal etwas Tolles. Dass man seine Sachen ausstellen kann. Aber leider nur die schweren Waffen. Frag mich, gibt es auch etwas für kleine Waffen? Ja, hier, der hier, ne? Stimmt. Da, Waffenständer. Was packen wir denn da hin? Der schleichende Tod ist ja einer von meinen, die ich gerne verwende. Und dann machen wir halt noch den einsamen Überlebenden. So. Aber man kann nur eine Waffe da reinmachen. Super. Ja, machen wir das so. Dann müssen wir halt unsere Wände voll mit Waffen packen. Das wär's doch. Ah, cool. Freut mich, dass man jetzt noch ein bisschen mehr dekorieren kann hier. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge sehen wir uns hier oben wieder. Und dann gucken wir, ob wir schon den Rucksack bauen können. Das wär's doch. Geht zu. So. Haut rein. Ciao.